Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den Kamphauser Schachtweg Nummer 1. Er ist etwa 18,5 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Hallo und guten Morgen. Da es gestern den ganzen Tag geregnet hat, gehen wir heute mal wieder wandern. Gott sei Dank, es war uns auch schon langweilig gestern. Nun sind wir auf dem Plateau der Halde Lütja. Die Wohngebiete Kamphausen und Fischbach haben wir jetzt hinter uns gelassen. Nun geht's wieder in den Wald. Durch das bunte Herbstlaub lässt es sich sehr gut laufen. Coole Sache. Auf dem Weg, wo wir gerade sind, muss man richtig aufpassen. Man erkennt ihn kaum noch. Dieser Weg wird wohl nicht mehr viel begangen. Momentan laufen wir parallel zum Premium-Wanderweg Wildernetzbach-Pfad. Mit Sonnenschein angefangen und nun ist es etwas düster hier im Walde.
Wir laufen momentan auch parallel zum Naheweg. Warum hier der Naheweg entlang läuft, habe ich keine Ahnung. Die Nahe ist einige Kilometer weiter weg. Die Wegbeschilderung lässt zu wünschen übrig. Ohne Navi hätten wir uns schon gnadenlos verlaufen. Laut Beschilderung ging es auch irgendwo geradeaus, man musste aber nach links. Tja, da könnte mal der Saarwaldverein etwas tun. So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Wegführung ist meistens auf breiten Wegen und ist deshalb auch für Anfänger geeignet. Man muss aber bedenken, dass diese 18 Kilometer sind und dafür braucht man doch etwas Kondition. Noch ein kleiner Tipp über diesen Weg. Ohne Navi sollte man diesen Weg nicht gehen, denn sonst ist Verlaufen garantiert. Ich bedanke mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr mögt, lasst einfach ein kostenloses Abo da. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den Kamphauser Schachtweg Nummer 1. Er ist etwa 18,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Luft so ist, dann bleibt dran. Durch das bunte Herbstlaub. Durch das bunte Herbstlauf. Momentan laufen wir auch parallel zum Naheweg. So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Tour ist für Anfänger geeignet. Man braucht jetzt keine Trittsicherheit oder so. Und man muss es aber bitte.